Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir, den Kabin, der ein bisschen heißer ist. Und wie ihr seht, es ist Winter. Ja, das heißt, wir können jetzt unsere Brücke bauen. Jo. Guck mal, nie so viel Zeit verlieren, wa? Das Schöne ist, ich habe das ganze Holz hier hinten lagern lassen. Toll. Das war eine super Idee von mir. Ja, dann müssen wir mal gucken, wa? Ich mach das einfach mal erstmal so mittig, wa? Und ich werde das aber nicht so machen, wie ich gedacht habe am Anfang. Ich wollte ja erst so eine Hängebrücke bauen, aber nee. Wir machen eine richtige Brücke. Eine richtige schöne Brücke rüber. Also ich versuche es. Ob es funktioniert, ist die nächste Frage. Das Problem ist aber, dass ich hier Höhenmeter überbrücken muss. Das könnte ein Problem werden. Wie ihr seht. Es sei, macht das hier so. Nee, nicht so. Schauen wir mal. Ja. Ist aber ein bisschen schräg, wa? Tja. Muss korrigiert werden, das geht ja so nicht. Ja, gut. Na gut. Lass mal nochmal durchgehen, wa? Oder was sagt ihr? Ach, was wollen die denn jetzt? Mensch, Leute, ich hab doch nicht so viel Zeit, Mann. Dreht doch woanders durch hier. Und du machst hier nichts feuermäßig. Du auch mal schnuppern? Kein Problem. Ey, du brennst. Aber danke für dein Kleingeld. Da bist du eh mal nie da. Und schon sind sie wieder am Ausrasten. So hinhaut. Ihr wisst doch, mein Augenmaß. Das ist auch speziell. Aua. Das ist auch speziell. Gut. Das ist jetzt ein bisschen doof. Naja, gut. Das kann man halt nur ausgleichen. Und wie ihr seht, ich habe den Gebäudeschaden noch nicht deaktiviert. Warum denn auch? Irgendwann werde ich das schon mal lernen. Ist ja auch bloß ein halber. Aber 50, ja. Immer Geräusche oder so. Also, nicht die normalen Wassergeräusche. Es sind komische Geräusche. Ey, ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Aber für mich sieht das noch korrekt aus. Voll korrekt. Sagt erstmal die Anlegestelle. Und kein Kelvin weit und breit. Ja, 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 ja. So. Ist alles nicht so korrekt. Nee, du sollst. Achso, das ist nicht korrekt. Gut. Neues Holz.
Wie gesagt, war clever, dass ich das da hinten stapeln lassen habe. Aber ich bin ja so nicht über den See rübergekommen. Oder ich habe mir nicht richtig Mühe gegeben. Alle Beete ist möglich. Na, wie gesagt, jetzt den Kelvin sehen. Ist der denn überhaupt hin? Ah, da drüben läuft er. Endlich bin ich drüben auf der Insel. Er hat zu mir vorenthalten. Ja, Kelvin. Wenn du schwimmen könntest, wäre das nicht das Problem. Aber du hast ganz andere Probleme. Oh, ich muss mir nachher irgendwas hier holen, mäßig. Ich habe jetzt ja schon Kamillentee und alles so weit getrunken. Interessiert mein Körper nicht. Nicht die Bohne. Sondern mal die jetzt hier. Ich glaube, das ist nicht so korrekt. Es windelte sich. Nee, ich will das ja hier unterpacken. Warten Sie mal. Da muss ich wohl meinen Trick wieder anwenden. Achso, ich wollte gerade sagen, passiert da noch was? Tückbar. So, und eigentlich müsste ich das ja von hier. Jetzt ist der auch schon wieder. Ey, das kann doch nicht. Achso, ist auch Kelvin. Ich hab jetzt gedacht, das will er Mut. Gut, dann machen wir den Teil mit Schrehe. Es ist doch Kelvin. Also, es ist ein Kelvin. Ich hab jetzt gedacht, das ist schon wieder Mutant. So, Kelvin. So, hole. Und hier, das habe ich übersehen. Nee, du kannst es nicht mehr in Winter holen. Also stimmt das doch. Felsbrücke, Stöcke, Steine, Stämme. Du kannst wirklich nur im Sommer Fische holen. Weil gestern habe ich nochmal nachgeschaut, habe ich meinen alten Spielstand geladen. Da stand da wirklich Fische. Die kannst du nur im Sommer holen. Ah, das ist der Beweis. Felsbrücken, Brocken, Stöcke, Steine, Stämme. Kein Fisch. Also stimmt er doch. Also hatten alle beide recht. Okay. Ich habe mich schon gewundert, ja. Weil ich hatte sowas gelesen gehabt. Und der einer, also einer von euch hat geschrieben, es geht noch. Der andere hat geschrieben, es geht nicht mehr. Da war ich ein bisschen verwirrt. Und zum Schluss habe ich das nicht mehr gefunden gehabt. Also, in der Sicht. Und ich bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube, wo ich das versucht habe zu finden, da war nämlich auch Winter, dass ich das deswegen nicht gefunden habe. Könnt ihr mir noch folgen? Alter, diese Windgeräusche, die sind beängstigend. Jetzt muss ich erstmal kicken, dass ich da rüberkomme. Wahrscheinlich ist es so scheiße schräg, dass es nicht mehr passen tut. Die Hütte doch noch bauen. Ey, du kannst mit Svea ankommen. Also Kelvin, wir wissen, dass es geht. Was soll denn das da? Ups. Ups. Macht das richtig oder ja? Nee, mach es doch. Da kommt der mit ein Stück Holz an. Der macht mich krank. Moment mal.
Aber ich werde heute nur noch diese Folge aufnehmen. Also für Leute, die auch eine Night of the Dead schauen, ich werde das wahrscheinlich ausfallen lassen. Ich krieg das nicht hin. Ich hoffe, dass bis morgen meine Stimme wenigstens ein bisschen in Ordnung ist. Aber ich habe wenigstens erstmal 7 Days. Und da war es ja schon schlimm gewesen. Da habe ich aufgenommen und habe gemutet und dann will er vergessen, aufzudrücken. Und dann hat die Hälfte der Tonspur gefehlt. Oh, Alter, ich hasse das, wenn sowas passiert. Andersherum konnte ich mir aber auch nicht vertrauen. Dass ich das rausschneide, wisst ihr? So ist der Kevin schon klar. Hat man da noch Fragen? Ach, naja, gut. Na gut. Dann bleibt der Bille halt an mir hängen. Man kennt es ja nicht anders. Ist doch immer eh nur dasselbe. Verlässt du dich eben auf Kelvin, dann bist du verlassen. Ich hoffe, dass es noch reichen tut. Mann, dieser Kelvin, der bringt mir noch Verzweifeln. Verzweifeln, mein Dick. Der ist fast hier genauso schlimm wie die Räuche hier. Ja, ja, ja. So ein Ding dahin stehen. Was war denn das eben? Warum ist denn das gerade abgefallen? Ey, sag jetzt nicht, dass es dadurch kaputt gegangen ist. Nee, der wird kaputt gemacht haben, oder? Ich gehe mal davon aus, dass er das war. Der kleine Frechdachs. Guck mal, dass er meine Hütte stehen lassen tut. Ich mach die mal gleich weg. Alter, ich muss wirklich nächste Folge daran denken. Also, nee, am besten ist, wenn ich jetzt aufhöre, dass ich das gleich hier mache. Gib mir deine Haut. Ich gebe dir nicht meine. Ich glaube, der wollte durch, ne? Und dann hat er das kaputt gemacht. Hallo, Kelvin, ich bin hier hinten. Dankeschön. Kelvin, ich hab's mir hingelegt. Du brauchst mir das jetzt nicht geben. Hä, Moment mal, ich konnte hier was trinken? Das hat ihn gesehen. Man muss wissen, wie. Ich kann auf diesem Wasser trinken. Alter, wehe, du verwachst mir jetzt meine Stämme, Alter, denn rast ich aus. Also ich komme irgendwie mal schräger. Kann das sein? Und weißt du, wie das sich anfühlt? Steh auf. Naja. Schon das zweite Mal. Der nimmt keine Rücksicht.
Der schmeißt du bloß von links nach rechts. Dieser Chaot. Er meint's nur gut. Oh, siehst du, fast alle hier. Also fast ist ein bisschen übertrieben, aber schon so ähnlich wie mit der Meisterschaft. Wird jetzt noch zweimal. Wenn wir das fertig haben und dann... Nee, das ist verkehrt. Dann haben wir es fertig. Also, dass er rüber kann. Give me. Dankeschön. Alter Mann, komm, ich schrie. Ich glaube, ich muss noch eins abbauen und dann muss ich weiter rüber bauen. Das gefällt mir so nicht. Obwohl, wir können ja so einen Eckeingang machen. Wenn ich noch da hinkomme. Ich mach das jetzt anders. So, warte mal kurz, Kelvin. Ich hab gesagt, warte mal kurz. Nicht so schwer zu verstehen. Achso, gehen Stämme, gut. Da waren es nur noch 39. Habe ich doch schon mal länger rumballern gehört? Das kann ja nur Ellie sein. Also ich hab halt die Hörner gehört. Ich glaube, da war was. Ich glaube, ich reiße da hinten ab. Der geht schneller. Jo, jo, jo. Und wie gesagt, dann können wir das hier auch abreißen. Ich weiß, du hast es schwer. Kelvin, der würde das auch nehmen, ne? Wenn das hier liegt. Geh mal davon aus. Ich werde die ganzen Nester nie wiederfinden. Vielleicht doch. Oh, jetzt endlich schon wieder. Also rein theoretisch habe ich jetzt gerade gemutet, ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich aufgenommen habe und war gemutet. Ich hasse das. Ich will, dass das weggeht, die Erkältung. Idiotik. Wow, Alter. Du, Alter. Ja, versuch mal jetzt nochmal einen Speer zu schmeißen ohne Kopf, hä? 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 Da kommt nicht viel von dir, wa? Und nu? Die war's arm dran als arm ab, wa? Das funktioniert so nicht so. Du, 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 du. Katze. Ich hasse die. Tu ich nicht. Ich fand's nur eben gerade frech. Ich war darauf nicht vorbereitet. Und Speer. Gratis Speere. Ey, sag mal, geht's noch gut oder was? Ich glaub mir, Hax Peter.
Hier sind so viele Bäume. Und Steine. Und die nehmen sich meine. Look, ne, die tickt noch nicht ganz richtig. So weit kommt es noch. Und wo ist jetzt der Ole Kelvin? Oh. Hallo Kelvin. Du Held. Dann habe ich mir gedacht, du Held. Er kann nichts dafür. So, Kelvin. Gut. Dann warte ich, bis er jetzt nochmal vorbeikommt. Das kann ja nicht lange dauern. Jetzt liegen die hier rum. Ist das Kelvin? Ja, da hat eine Schnappstämme. Also muss es ein Kelvin sein. Naja. Ist auch schon mal schön. Aber ist nicht schön. So. Bin gebrochen. So, Kelvin. Ich war jetzt fast drauf und dran, ihn mit der Axt zu schlagen, aber nee. Nee, komm mal zurück. Jetzt kannst du den Weg sparen. So. Wo sind die jetzt, die er eingeschmissen hat? Waren das die? Das sind doch bloß die halben. Das ist doch bloß halb. Nö, das ist auch kein Einser. Keine Ahnung, wo er den hingeschmissen hat. Hallo Elli! Hast du dich entbackt? Endlich! Boah, die haben mal Zeit. In Schmädel. Die Leute haben sich schon über dich lustig gemacht. Alter, geht das so. Alter, das geht da so einfach schräg vorbei. Mann. Komisch, ich konnte da drüben denn noch so schräg setzen oder so ein bisschen anpassen. Ich glaube, hier, das könnte ein bisschen schwierig werden. Also, das sieht irgendwie an Haus vorbei. Kann das sein? Wie siehst du denn aus? Da war Kelvin, wa? Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Der hat mich heute auch schon beschmissen mit Stämme. Das sieht doch so weit von vorbei, Mensch. Das sehe ich doch von hier aus. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter rübersetzen. Also, das wird hier nichts. Mindestens um den hier. Mann, da habe ich ja wieder Scheiße gebaut. Na gut, das sieht aber auch immer erst an Tag so aus. Und dann. Und dann haut er nicht hin. Ich höre schon wieder Viecher. Oh, das hat, ich kann diese Geräusche nicht unterscheiden. Hört sich alle gleich an für mich.
Nee, Ellie war doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn Ellie schießen tut, dann wird das wohl so sein. Aber es war ein Kelvin. Na, warte mal, ich gehe mal schnell rüber und penne eine Runde. Das ist mir hier zu dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln auf dem See. Das ist mir nie heuer. Und meine Hütte ist komplett offen. Was soll da schief gehen? Bam, bam. Ja, gut. Ja. Aber den müsste doch passen, oder? Ellie, ich habe keine Zeit. Nein, Ellie, das geht jetzt nicht. Wir müssen so oder so mal miteinander gehen. Und den lässt doch noch hier liegen. Der lockt doch Fressfeinde an. Die ganze Folge gebaut und dann auch falsch. Ich sehe schon kommen, dass das immer noch nicht reicht, dass wir noch eine rüber müssen. Naja, dann ist es eben halt so. Abschätzung, Icke. Könnte sein, so dass wir doch von den letzten Meter aufrutschen. Ja, das sieht aus, als ob wir, wenn ich jetzt so kicke, dass wir da letzten Pfosten oder Mittelpfosten da drin kommen. Also, jeden zweiter rüber. Du hast einen Pfosten. Boah, ich bin aber auch schon irgendwie froh, dass jetzt hier Winter ist, dass ich endlich das bauen kann, was ich will. Wie gesagt, ich werde das ja dann auch noch beleuchten und so. Das heißt, wir müssen noch ein oder zwei Rundgänge später machen. Das himmlische Kind heißt doch. Schon verkackt. Ich habe mir schon wieder Sachen eingebildet. Ich habe schon wieder Dinge gesehen, die nie da sind. Oh mein Gott. Er war so jung. Naja, gut, wollte ich jetzt nie unterschreiben. Wie gesagt, also entweder kommen auch den oder den. Ja, müssen wir mal kicken. Bin froh, wenn ich irgendwo hinkomme, was zusammenpasst. Tü-tü-tü. Oh, wie gesagt, aber ich muss denn wirklich. Ich schreibe mir das auch gleich auf. Ich muss dann den Schaden deaktivieren. Diesmal wirklich. Weil wie gesagt, jetzt kommen wir so in die riskante Phase. Wegen rüberlaufen und so. Und ich bin jetzt echt am überlegen, ob wir das durchziehen. Und dann richtig schön so mit Stein arbeiten. Aber du kannst ja bloß unten Stein anfangen. Du kannst die Schrägen reinsetzen. Aber du kannst die Schrägen reinsetzen und dann oben zumachen, sodass man so einen Bogen hat. Wisst ihr? Oh, das wäre schön, wenn man das machen könnte. Das wäre reich. Ist der Kelvin da oben? Ja. Kelvin! Ich habe einen Holzmangel.
denn aus? Also, keine Ahnung, also gerade bauen war gestern hier. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, hier, dann kicke ich genau hier hin. Dann ist das... Naja, gut. Ich hätte von der Seite anfangen sollen zu bauen, wa? Das hätte mehr Sinn gemacht. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Wisst ihr was? Ich mache jetzt schon Feierabend. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich das schaffe, in Ruhe nochmal umbauen. Und zwar von der Seite aus. Das hätte mir... der hätte doch gleich wissen müssen, dass das nicht so hinhaut. Naja, gut, wa? Alle guten Dinge sind drei, wa? Aber das jetzt auch durch. Dann muss ich die Höhe aus... Oh. Dann muss ich bloß noch die Höhe ausgleichen. Ja gut, ich brauche ja so oder so eine Treppe. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, wie gesagt. Sorry wegen das Umgekrächzte von mir, aber so ist das nun mal, ne? Machst du erstmal nichts. Und macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.